Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Wolf ist wieder da. Nach einer etwas längeren, unfreiwilligen Pause, gesundheitlich bedingt. Aber heute geht es weiter mit einem sehr interessanten Video zum Thema Affiliate Marketing. Und zwar schauen wir uns heute an, wie ihr mit 0 Euro Budget, also wirklich mit 0 Euro, nichts, niente, gar nichts, ins Affiliate Marketing Business einsteigen könnt und unter Umständen auch heute noch Geld verdienen könnt. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist der, dass ich einfach in den letzten Wochen vermehrt darauf angesprochen worden bin von Leuten, die meinten, ja Wolf, das ist ja eigentlich alles super, deine Tipps, die du da in Videos und so weiter gibst, aber teilweise ist das ja doch alles eher so für Fortgeschrittene. Und was mache ich denn nun, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von diesen Sachen, beziehungsweise überhaupt nicht gestartet bin und auch nicht weiß, wie ich eigentlich starten soll und auch kein Budget zur Verfügung habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also eigentlich in der Tat könnte man mal ein Video machen für Leute, die sich zwar für dieses Business allgemein interessieren, die sich finanziell unabhängig machen wollen, aber eben noch nicht genau wissen, wie sie es eigentlich angehen sollen. Und in diesem Video möchte ich mal näher beleuchten, was Affiliate Marketing eigentlich ist. Ich werde aber auch beleuchten, was es nicht ist, wo denn die Gefahren im Internet eigentlich liegen, wenn es ums Geldverdienen im Internet geht. Und wir werden dann so innerhalb dieses Videos wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durchgehen, die ihr im Grunde genommen nur nachmachen müsst. Und ich werde euch dann verschiedene Wege zeigen, wie ihr wirklich mit 0 Euro Budget in dieses Business starten könnt und euer eigenes Online-Business aufbauen könnt. Das ist das Thema des heutigen Videos und glaubt mir, das hat es wirklich in sich. Mit 0 Euro ins Affiliate-Marketing-Business einsteigen. Das ist das Thema des heutigen Videos. Und bevor wir uns der ganzen Thematik Schritt für Schritt nähern, wollen wir mal zunächst festhalten, was Affiliate Marketing eigentlich ist, beziehungsweise was Affiliate Marketing nicht ist. Im Moment haben wir die Situation, dass wir speziell in diversen Facebook-Gruppen immer wieder mit Einträgen konfrontiert werden, die uns die wundersame Geldvermehrung versprechen. Da möchte ich euch kurz mal ein paar Beispiele daraus zeigen. Also hier haben wir zum Beispiel 17,7% bis 29,7% Rendite monatlich und durch Reinvest noch wesentlich mehr. Der Newcomer des Jahres 2017. So macht Investieren Spaß. Starte jetzt mit uns in die finanzielle Freiheit. Oder was haben wir da noch? Anyone want this invest side and take profit? Good side paying. I have proof. Just run. You can take over 150% profit. Oder hier, nach 7 Wochen 6.000 Dollar aus 48 Dollar, nachweisbar. Ja, oder da haben wir gratis, keine Bindung, ich selbst habe 500 Euro reingesteckt und versuche mein Glück, ganz ehrlich, ich habe schon mehr für Blödsinn in eBay und so weiter ausgegeben. Es gibt auch ein Video auf eurer Seite, das euch Schritt für Schritt erklärt. Das Einzige, was es euch kostet, ist die Zeit für die Registrierung und das Video ansehen, dass ihr euch auskennt, mehr nicht. Ja. So, und dann kommt ihr auf diese Seiten und dann ist es so, dass ihr auf diesen Seiten sehr häufig auch selber, das steht dann dort, Affiliates anwerben könnt. Und natürlich der unbedarfte Internet-User denkt sich dann, okay, Affiliates, ah, das ist Affiliate-Marketing, alles klar, ja. So, und um was geht es in Wirklichkeit? In Wirklichkeit geht es bei diesen Sachen in erster Linie darum, dass ihr zwar diese Affiliates anwerbt, dass diese Affiliates aber letztendlich nichts anderes als Investoren werden sollen. Das heißt, dass sie selbst in ein System Geld reinbringen und mit entsprechenden Renditen, die dort versprochen werden, eben dieses Geld dann vermehren. Also mit anderen Worten, zu 99% handelt es sich bei solchen Ausschreibungen immer um sogenannte Bonzi-Systeme. Bonzi, das leitet sich ab von einem gewissen Herrn Charles Bonzi. Nähere Informationen zu diesem Herrn findet ihr in diesem Wikipedia-Link. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um nichts anderes als um Geldumverteilungssysteme. Aber das hat mit der ursprünglichen Idee von Affiliate Marketing überhaupt nichts zu tun. Denn im Grunde genommen ist es so, dass es beim richtigen Affiliate Marketing
zunächst mal überhaupt nicht notwendig ist, dass ihr irgendein Geld investiert. Was heißt Affiliate Marketing also? Was ist Affiliate Marketing also tatsächlich? Affiliate Marketing ist nichts anderes als Empfehlungsmarketing oder Partnermarketing. Empfehlungsmarketing für Produkte oder Dienstleistungen, die eure User, die eure Webseite besuchen oder euren YouTube-Channel oder eure Facebook-Seite, die eure User auch wollen und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Affiliate Marketing muss aber nicht zwangsläufig damit zu tun haben, dass ihr Produkte verkauft. Wie gesagt, ihr seid ja streng genommen nicht die Verkäufer des Produktes, sondern ihr empfehlt nur ein Produkt weiter oder eben eine Dienstleistung. Das können digitale Produkte sein, das können manchmal aber auch physikalische Güter sein oder eben Dienstleistungen. Und sehr häufig ist es so, das hängt dann davon ab, welche Vergütungsmethode man wählt, kann es auch sein, dass es völlig verkaufsunabhängig ist. Also es gibt beispielsweise auch eine Möglichkeit, dass ihr Produkte bewerbt, dass ihr Kunden oder eure User auf dieses Produkt aufmerksam macht und dieser User dann einen sogenannten Lead generiert. Das ist dann meistens nichts anderes als eine E-Mail-Adresse, mit der er sich bei dem jeweiligen Partnerprogramm einträgt. Und für diese E-Mail-Adresse erhaltet ihr dann einen bestimmten Betrag. Das ist dann meistens, ja, es kann 1 Euro sein, aber es gibt bestimmte Produkte, beispielsweise im Finanzbereich, Forex etc., da sind das dreistellige Beträge sogar und da habt ihr noch nicht mal irgendwas, ein Produkt verkauft. So, also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Affiliate Marketing bedeutet, dass ihr als Partner eines Partnerprogrammes, das selbst Produkte vertreibt, Produkte oder Dienstleistungen, diese Produkte empfiehlt, der User sozusagen dann diese Produkte kauft und ihr dafür eine Provision erhält. Aber wie gesagt, er muss sie nicht unbedingt kaufen, es gibt auch verschiedene andere Vergütungsmethoden, bei denen einfach nur ein Lead generiert wird. Also es hat nicht zwangsläufig unbedingt immer gleich mit Verkauf zu tun. Und nochmal, Affiliate Marketing hat nichts damit zu tun, dass ihr zwangsläufig irgendwo Geld investieren müsst. Ja, weil euch irgendjemand sagt, investier dort was, dann kriegst du mehr raus. Wie bei diesen klassischen Ponzis. Man kann natürlich mit Ponzis auch Geld verdienen, wenn man rechtzeitig einsteigt. Also es gibt Leute, die da auch Geld lukrieren damit, aber ganz abgesehen davon, dass es in den meisten Ländern nicht legal ist, ist es auch nicht sonderlich seriös und dann kommt noch eine Sache dazu. Das gebe ich noch zu bedenken. Also ich bin jetzt ungefähr seit 10 Jahren im Affiliate Marketing tätig und ich habe einzelne Partnerprogramme, mit denen ich tatsächlich schon 10 Jahre lang Geld verdiene. Und das ist eine lange Zeit, 10 Jahre. Und damit habe ich schon so einige Bonzis überlebt, weil die haben meistens eine Lebensdauer von allerhöchstens 3 Jahre und dann ist Schluss. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck des Ganzen, dass ihr ein Business, in so ein Business einsteigt, selber euer Geld riskiert und dann möglicherweise sogar alles verliert und nichts davon hattet und eventuell sogar noch andere Leute dazu angestiftet hat, bei solchen Systemen einzusteigen, die dann vielleicht eventuell auch noch das Geld verlieren. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern Sinn und Zweck der Sache ist, dass man ein nachhaltig funktionierendes Business aufbaut, von dem ihr wirklich über eine sehr, sehr lange Zeit auch zehren könnt. So, wie geht man jetzt vor, wenn man auf diese eben beschriebene Art und Weise legal und seriös im Internet Geld verdienen will, ohne dass man eben selbst irgendetwas investiert in eben solche Ponzi-Systeme oder aber vielleicht in irgendwelche, ich zeig dir, wie du mal schnell im Internet reich wirst, Produkte, auch diese gibt's. Das bedeutet nicht, dass die unbedingt alle schlecht sind, aber letztendlich muss man auch bei Inforatgebern ein bisschen vorsichtig sein und diesem Thema werde ich mich auch noch extra widmen. Kurzum, um diese Sache, Investition in Sachen Ratgebern kurz zu halten in diesem Video. Also es gibt natürlich sehr viele Internetmarketer, die sehr gute Produkte haben, die euch auch wirklich weiterbringen in eurem Tun und die auch nicht unbedingt teuer sind. Ich würde generell nur dann zur Vorsicht raten, wenn es um Produkte geht, die hochpreisig sind und euch aber so All-in-One-Lösungen versprechen. Also das ist meistens für die Katz, weil All-in-One-Lösungen, es gibt nicht die Lösung für jeden Einzelnen, weil
jeder hat einen anderen Zugang, jeder hat andere Stärken und vor allem hat jeder eine andere Art von User-Traffic. Und da sind wir auch schon beim springenden Punkt. Was du kennen musst, um in diesem Geschäft überhaupt erfolgreich zu sein, ist deine User. Also du musst oder solltest wissen, welche Art von Usern hast du auf deiner Webseite beziehungsweise in deinem YouTube-Channel oder auf deinem Facebook-Account. Das ist ein sehr entscheidendes Kriterium, weil letztendlich musst du einfach wissen, was deine User wollen beziehungsweise was sie nicht wollen. Weil das, was sie nicht wollen, das brauchst du ihnen letztendlich nicht offerieren und auch nicht anbieten. Nun gut, aber wie gesagt, 0 Euro Ausgangsbudget. Was machen wir jetzt in so einem Fall? Also du willst jetzt starten, dieses Business. Woher willst du wissen, was sind eigentlich die guten Partnerprogramme? Wo kann man am meisten Geld machen? Beziehungsweise welche Partnerprogramme zahlen hohe Provisionen? Welche Programme konvertieren gut? Und ja, da habe ich seit, ich weiß jetzt gar nicht genau, 7 oder 8 Jahren eine Webseite laufen. Die nennt sich als webmastergeldverdienen.com. Das ist wie gesagt meine Webseite, die ich jetzt schon längere Zeit habe, und da seht ihr auch also verschiedene YouTube-Videos. Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle YouTube-Videos kommen dort rein. Also wenn ihr wirklich alle Videos sehen wollt, dann empfehle ich euch meinen Kanal zu abonnieren, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und auf dieser Website gebe ich verschiedene Tipps zu verschiedenen Tools, die euch helfen, im Internet Geld zu verdienen. Es sind viele kostenlose Sachen auch dabei. Manche Sachen sind auch kostenpflichtig, das müsst ihr euch dann im Einzelfall anschauen. Dann gehe ich ein bisschen näher auf das Berufsbild des Affiliates ein. Und ich habe natürlich auch, und das empfehle ich euch sehr, einen eigenen Newsletter, in dem ihr euch eintragen könnt. Und da gebe ich dann auch nochmal so immer wieder, so circa einmal die Woche, je nachdem wie ich dazu komme, den einen oder anderen Spezialtipp, den ihr hier auf der Webseite nicht findet. Ja, und dann habe ich natürlich hier die Sektion Partnerprogramme zum Geld verdienen. Und wenn ihr da so drüber schaut, ist da so gut wie fast alles dabei. Was nicht dabei ist, wie gesagt, das sind irgendwelche Schneeballsysteme oder Bonzis. Sowas interessiert mich nicht. Aber ich habe hier verschiedenste Bereiche, Hörbücher, sogar ein bisschen Adult and Fun, Immobilien, Wohnen, Dating, Finanzen, Sprachen, Familie, Kinder, Games, das ist der einzige Bereich. Gaming ist im Moment leer, weil ja, da gibt es im Moment nichts Interessantes. Jedenfalls habe ich nichts entdeckt. Wenn irgendjemand einen guten Tipp hat für ein Partnerprogramm für Gaming-Produkte, bin ich sehr dankbar. Online-Business, Fitness abnehmen, Reisen, dann gibt es hier noch verschiedene Links zu Netzwerke. Und der Unterschied von meiner Seite jetzt zu manch anderen Seiten in diesem Bereich ist einfach der, dass ich hier nicht nur Webmaster einsammle, ja, sondern dass ich diese Programme tatsächlich auch aktiv selbst bewerbe und selbst von diesen Bewerbungen profitiere. Ja. Das heißt, ich bin da immer up to date, kann euch immer sagen, okay, dieses und jenes ist gut, das ist eher nicht so gut. Ich entferne auch immer wieder mal Partnerprogramme, kommt auch vor, also wenn beispielsweise einseitige Vertragsänderungen passieren oder wenn Provisionskürzungen sind oder wenn man merkt, okay, die sind mit der Auszahlung nicht mehr so zuverlässig, dann kann es auch schon mal sein, dass ich Partnerprogramme entferne. Also da seid ihr immer, wenn ihr auf meiner Webseite subscribed seid, dann seid ihr immer up to date, was das angeht. Ja, so, jetzt habe ich mir für heute überlegt, ich muss irgendein Beispielprodukt nehmen, damit wir das also wirklich Schritt für Schritt mal durchgehen, und habe mir überlegt, okay, was ich da nehmen könnte. Also ja, also es gibt, wie gesagt, Immobilien, Wohnen, Finanzinvestment. Ich habe mich jetzt für den Datingbereich entschieden, weil der Datingbereich ja recht universell und recht klar einsetzbar ist in Wirklichkeit und im Übrigen auch nach wie vor gut konvertiert. So, und bevor ich jetzt auf diese Produkte hier näher eingehe, möchte ich vielleicht kurz vorweg sagen, ja, es gibt auch sowas wie Datingportale, ja, und die habe ich hier zum Beispiel nicht vertreten. Warum nicht? Ganz einfach, weil es im Moment einfach keine empfehlenswerten Datingportale gibt, weil es einfach sehr viel Lug und Druck gibt in diesem Bereich, und zwar nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern leider Gottes auch gegenüber dem Affiliate.
Das heißt, im Moment aktuell gibt es keine Portale, die ich empfehlen würde. Wenn wieder was kommt, seid ihr im Falle des Falles, wenn ihr meinen Newsletter bezieht, die Ersten, die es erfahren. Aber es gibt sehr gute Inforatgeber. Es gibt beispielsweise einen Audiokurs, der heißt Online-Dating mit Erfolg. Den habe ich mit meiner Firma übrigens auch mitproduziert. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wie ihr seht, wenn ihr da auf dieses Produkt geht, könnt ihr euch da also eben zum Partnerprogramm anmelden, wenn ihr diesen Link klickt. Aber ich will heute kein Branding machen, deshalb werde ich keines meiner eigenen Produkte bewerben, sondern wir sehen uns ein anderes Produkt an im Dating-Bereich, und zwar das Produkt Club Charisma. Und zum Unterschied von Online-Dating mit Erfolg geht es bei Club Charisma nicht um Online-Dating, sondern es geht darum, das ist das Thema des Produktes, wie man als Mann, als Single-Mann in Clubs oder Lokalen Frauen kennenlernen kann, ansprechen kann und ja, sozusagen dann mit nach Hause nehmen kann. Jetzt mal höflich formuliert. So, jetzt muss ich zu dieser Sache ein bisschen weiter ausholen. Also zunächst mal, dieses Club Charisma ist ein Produkt von dem lieben Felix, den ich ja schon mal interviewt habe. Vielleicht erinnert ihr euch, 17-Jähriger verdient 9.200 irgendwas im Monat. Und das hat der liebe Felix zusammen mit dem Michel Vincent gemacht. Und Michel Vincent ist ein sehr bekannter Dating-Coach in Deutschland, der in verschiedensten TV-Reportagen schon aufgetreten ist, unter anderem auch beim Stefan Raab auf der Couch gesessen ist. Und ja, der ist eigentlich ein Experte auf diesem Gebiet. Und was mich persönlich jetzt angeht, also mich als Affiliate-Marketer und als jemand, der euch dieses Produkt jetzt zum Bewerben auch empfiehlt, ich selbst, ja, ich habe dieses Produkt nicht gekauft und ich bin auch gar nicht der richtige Ansprechpartner dafür aus mehreren Gründen. Erstens bin ich schon lange glücklich vergeben. Punkt 1. Punkt 2, ich bin viel zu alt für einen Clubgänger. Also ich gehe im Moment vielleicht dreimal im Jahr mit Geschäftspartnern in irgendwelche Clubs, meistens dann in Berlin oder Hamburg oder auf Mallorca, aber dann bin ich mit denen sozusagen dort unterwegs und da würde mir nicht im Traum einfallen, nicht mal wenn ich Single wäre, ja, dass ich da irgendwelche Frauen anquatsche. Das heißt, ich bin streng genommen überhaupt nicht der richtige User, der richtige Kunde für dieses Produkt, und trotzdem bewerbe ich es und trotzdem habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich natürlich wissen wollte, wie macht der Michel Vincent das, ne? Und das Faszinierende an diesem Produkt ist jetzt Folgendes. Und darum habe ich mich auch entschieden, das als Beispiel herzunehmen. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Ihr könnt das, was jetzt kommt, auf jedes andere Produkt auch umlegen. Ja? Also auch wenn ihr was mit Dating gar nichts zu tun haben wollt, wenn ihr jetzt im Bereich Familie oder im Bereich Finanzen irgendetwas machen wollt, es ist im Grunde genommen immer dieselbe Vorgehensweise. Also ihr geht auf meine Webseite, dann sucht ihr euch ein Partnerprogramm aus, welches auch immer, und dann habt ihr die Beschreibung des Partnerprogrammes und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, dass ihr euch das Produkt selber auch ansieht. Das heißt nicht unbedingt immer, dass man das Produkt auch kaufen muss. Also da kann ich dazu nur sagen, es macht manchmal Sinn, Produkte auch zu kaufen. Ja, also ich habe selbst einige Produkte auch schon gekauft. Also ich nenne es als Beispiel den Facebook Auto Poster beispielsweise. Da habe ich auch mache ich auch demnächst ein Video dazu. Also ein sehr sinnvolles Tool für Facebook. Also das habe ich beispielsweise gekauft und empfehle es aber auch weiter zur Bewerbung. Und bei Club Charisma ist es so, dass es sich um ein sogenanntes Hochpreisprodukt handelt. Konkret, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig darüber im Klaren. Ich glaube, es kostet im Moment 290 € oder 297 €. Und es ist mit 40% provisioniert. Mit anderen Worten, schlagt mich, aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es dafür ca. 120 € Provision für jeden User, der mir das empfiehlt und der das kauft. So, aber wie gesagt, zurück nochmal zum Thema. Es ist natürlich wichtig und interessant zu wissen, wenn man weiß, wie so ein Produkt überhaupt funktioniert. Und aus dem Grund würde ich euch empfehlen, da habe ich diesen Link, dass ihr euch einmal das Webinar anseht, das der Michel Vincent dazu gemacht hat. Es ist nämlich so, dieses Produkt kann man nur dann kaufen, wenn man dieses Webinar durchläuft. Ja? Das heißt, der User hat hier also die Möglichkeit, sich hier auf die Gästeliste setzen zu lassen und
ist dann also in diesem Webinar drinnen von Michelle Vincent. Das dauert sage und schreibe 2 Stunden. Das ist kein Scheiß. Ja, 2 Stunden dauert dieses Webinar. Und der User bekommt also wirklich sehr, sehr viel Information zu diesem Thema allgemein. Also ich habe das hier stehen, wir werden dir zeigen, wie du alle Schwierigkeiten im Club geschickt umgehen kannst, wie du zum Frauenmagneten in jedem Club und jeder Bar wirst, ohne viel Geld auszugeben, wie du aktiv wirst und das Erlernte praktisch umsetzen kannst und wie du dein Selbstbewusstsein steigerst und deine Ängste kinderleicht überwindest. Das ist Thema des Webinars. Das behandelt er auch sehr gut. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Webinar. Aus dem Grund würde ich euch generell, ganz egal, ob ihr das dann kauft oder nicht, schon empfehlen, dass ihr euch das mal anhört, damit ihr auch wisst, was Sache ist, ne? So, und dann, wenn ihr dann im Bilde seid sozusagen und auch dadurch schon erkennt, dass das eine vernünftige Sache ist und nicht irgendein Scheiß, dann könnt ihr euch beim, ich meine, ihr könnt das schon vorher machen, aber wie gesagt, sinnvoller ist es, wenn ihr euch ein bisschen über die Produkte immer vorher informiert, dann könnt ihr euch bei diesem Partnerprogramm anmelden. So, und das machen wir jetzt. Und in dem Fall ist dieses Produkt, wird über Digistore 24 vertrieben. Über Digistore 24 habe ich schon in einem anderen Video mal ein bisschen was erzählt. Das ist ein Digistore 24 ist ein Netzwerk, das auch eigene Affiliates hat. Und in diesem Netzwerk werden verschiedenste Produkte zu unterschiedlichsten Themen angeboten. Und die könnt ihr bewerben. Die sind unterschiedlich provisioniert, diese Produkte. Wie gesagt, in diesem konkreten Fall gibt es 40%. Und dann klickt ihr einfach unten auf diesen Banner, jetzt Partner werden und mit diesem Produkt Geld verdienen. Und dann öffnet sich hier das Fenster zu Digistore und ihr könnt euch hier anmelden. So, und da komme ich gleich zu einer Frage eines Users. Ich glaube, es war der Manuel. Der Manuel hat mich gefragt, wenn ich mich jetzt bei so einem Partnerprogramm anmelde, ja, erstens, entstehen mir dann irgendwelche Kosten und zweitens, gehe ich irgendwelche Verpflichtungen ein? Beides nein. Also erstens einmal, es entstehen dir keine Kosten und zweitens, nur die Anmeldung an sich, da gehst du noch gar keine Verpflichtungen ein. Also ich meine, du kannst dich natürlich anmelden und dann nichts machen. Es macht nun nicht wirklich sehr viel Sinn, weil wozu, ne? Also du willst ja Geld verdienen damit, ne? Das heißt, irgendwann einmal dann zu starten, macht schon einen gewissen Sinn. Aber wie gesagt, das ist ja etwas, was wir Schritt für Schritt durchgehen und dann vielleicht auch gleich in diesem Zusammenhang zu einer anderen Frage, die dann noch gekommen ist: Brauche ich eine Gewerbeanmeldung, um im Internet Geld zu verdienen? Und ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen, ja, da ging es genau um das Thema, ihr braucht in Deutschland immer eine Gewerbeanmeldung und in Österreich unter bestimmten Umständen. Ja? Also da schaut euch am besten das mein letztes Video dazu an. Aber das ist der entscheidende Punkt und ich gehe mal davon aus, dass genau das Ziel also dieser Frage war. Die Frage, ob ich diese Gewerbeanmeldung brauche, bevor ich mich hier anmelde als Partner. Und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Also du brauchst die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn du wirklich Geld ausbezahlt bekommst. Also wenn du Geld ausbezahlt bekommst, ich glaube, in Österreich ist die Grenze dann nach der Auszahlung 14 Tage später, wenn ein Gewerbe erforderlich ist, das muss man auch sagen, und ich glaube, in Deutschland ist es auch so. Das heißt, das sind Fragen, mit denen brauchst du dich im Moment überhaupt nicht auseinanderzusetzen, sondern jetzt ist es mal wichtig, dass du diesen ersten Schritt setzt, dass du aktiv wirst und diesen ersten Schritt machst. Und das ist einmal, dass du dir das richtige Partnerprogramm aussuchst für deine User, von denen du glaubst, dass diese Produkte, die dieses Partnerprogramm führt, interessant sein könnten. Klar, wenn du jetzt angenommen nur weiblichen Traffic hast, ja, du hast nur Frauen, die alle verheiratet sind und ja, die auch nicht fortgehen mehr, du hast keinen Männer-Traffic, ja, dann ist natürlich ein Produkt wie Club Charisma oder Online-Dating mit Erfolg überhaupt nicht das richtige Produkt für dich zu bewerben. Das ist klar. Ja, dann findest du aber andere Produkte, die interessant werden könnten, vielleicht aus dem Bereich Reisen oder wie auch immer. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Die Anmeldeprozedur ist im Grunde genommen immer dieselbe und wie schon erwähnt, es kostet dich gar nichts, du hast auch überhaupt kein Risiko. Das Einzige, auf was du natürlich achten musst, ist, wenn du das Produkt dann bewirbst, dass du bestimmte Regeln befolgst, die aber auch in den AGBs klar definiert sind. Diese Regeln sind aber eigentlich selbstverständlich. Das ist beispielsweise nicht zu spammen, ja, keine unwahren Dinge zu behaupten über das jeweilige Produkt.
und so weiter und so fort. Das sind aber eigentlich alles Sachen, die ohnehin selbstverständlich sind. Und wir sehen uns dann später noch ein paar Beispiele an, ein paar Negativbeispiele auch. Da schauen wir dann in meinen YouTube-Channel ein bisschen näher rein, wie man es nicht machen sollte von der Bewerbung her. Ja? So, gut, aber wir schauen jetzt einmal da weiter. Also, Anmeldeformular Digistore. Da steht jetzt hier zum Beispiel Anmeldung als Vendor und Affiliate oder Anmeldung als Affiliate. Also grundsätzlich würde ich immer empfehlen, mich als Vendor und Affiliate anzumelden. Was ist ein Vendor? Vendor ist, wenn du eigene Produkte hast oder vorhast, irgendwann mal zu haben und selbst als Verkäufer dieser eigenen Produkte auftreten willst. Das kannst du natürlich im Moment noch nicht wissen, aber es ist nichts verhaut, wenn du dich jetzt mal als Vendor und Affiliate anmeldest. Dann wählst du hier deinen Usernamen. Und dann bekommst du hier deinen Promo, also ich nehme jetzt nur mal als Beispiel, sagen wir mal Haxi Graxi, dann heißt dein Promo-Link, dann go Haxi Graxi, Produkt-ID-Digistore24.com. Das ist sozusagen dein Promo-Link dann. Ja? Und ja, da kommt eben diese Produkt-ID des jeweiligen Produktes, was du dann innerhalb des Netzwerkes bewerben willst, rein. Und das ist dann eine Nummer, meistens eine fünfstellige. Ja, dann wird deine E-Mail-Adresse natürlich, weil klarerweise du musst ja auch die musst dich auch verifizieren. Dann legst du ein Passwort fest. Dann wollen sie natürlich wissen, klarerweise, wer du bist, wo du wohnst. Das ist dann im Übrigen in späterer Folge auch wichtig, weil du natürlich, wenn du dann mal Geld verdienst, musst du dann, wenn du mit Mehrwertsteuer auszahlen lassen willst, auch deine UID-Nummer vorlegen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, da brauchst du dich im Moment noch nicht zu kümmern. Für dich ist jetzt mal wichtig, dass du jetzt beginnst und dass du mal die ersten Euros verdienst. Ja, und Telefonnummer und das war es eigentlich auch schon. Dann gibt es hier diesen B2B-Vertrag, den kann man durchlesen und dann registriert man sich und dann ist man im Prinzip Member bei Digistore24 und kann alle Produkte, die in dieser Plattform sind, bewerben. So, ich werde mich jetzt mal mit meinem eigenen Account einloggen, damit ihr euch auch mal ansehen könnt, wie das Ganze von innen aussieht, damit ihr da mal eine Vorstellung kriegt. Affiliate Vendor, also ich bin jetzt einmal als Affiliate und jetzt schauen wir zum Beispiel auf den Marktplatz und auf dem Marktplatz habt ihr dann eben eine bestimmte Auswahl von Produkten, die ihr dann bewerben könnt. Und ja, dann klickt ihr beispielsweise, also dabei klickt ihr beispielsweise, das bewerbe ich schon, darum habe ich hier schon meinen Affiliate-Link, so sieht der aus. Und reicher als die Geißen, es wird auch beworben. Genauso funktioniert das also dann, wenn ihr euch anmeldet für Club Charisma, da sucht ihr euch dann Club Charisma raus, das Produkt, beziehungsweise ihr werdet dann, glaube ich, auch, wenn ihr auf diesen Link klickt, auch direkt schon zum Produkt weitergeleitet und dann erhält ihr eben so einen Link. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, es gibt natürlich, noch andere Partnerprogramme hier auch, also nur als Beispiel, es gibt zum Beispiel Immocash, haben wir hier noch. Die Abläufe, ja, sind aber im Grunde genommen immer dieselben. Ja, also das ist ein anderes Netzwerk, Immocash zum Beispiel. Also da sieht die Partnermaske, da sieht das wieder ein bisschen anders aus, da sieht das so aus. Ja, das ist aber eher schon so eine internationalere Firma. Also bei Digistore24 ist es zum Beispiel so, das ist eher so auf deutschsprachige Produkte ausgelegt, also für den Dachraum. Und hier ist es, also da habt ihr Produkte aus der ganzen Welt, sehr viel auch aus dem Mobile-Sektor. Also wenn ihr beispielsweise, was weiß ich, amerikanischen Traffic habt, also viele amerikanische User, ist es fast besser, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, weil, wie gesagt, Digistore eben hat in erster Linie oder eigentlich fast nur deutschsprachige Produkte. Ja, dann gibt es also Adsell und ja, müsst ihr einfach durchschauen. Also ihr werdet auf jeden Fall fündig beim Finanzen, Investment, Tarifcheck 24 zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht aus der Fernsehwerbung. Auch da gibt es was, also da geht es zum Partnerprogramm von Tarifcheck24. Können wir uns auch mal kurz anschauen, wie das aussieht. Also, die haben in erster Linie so Versicherungsvergleiche und solche Sachen. Ja, ja so, aber zurück zu unserem Digistore-Produkt. Also, wie gesagt, das wäre jetzt unser Affiliate-Link und den kopieren wir uns jetzt raus. Und jetzt nehmen wir an, ihr habt euch eben für Club Charisma angemeldet.
Und jetzt habt ihr euch diesen Affiliate-Link so rauskopiert, wie ich das jetzt gemacht habe. Jetzt stellt sich die große Frage. Ihr habt keine eigene Webseite, sprich kein Webspace, weil keinen Server, weil ihr habt ja auch kein Geld dafür. Ne? Welche Möglichkeiten hat man jetzt, so ein Produkt zu bewerben? Und da haben wir das große Glück, dass wir uns ja im Social-Media-Zeitalter befinden. Und da gibt es im Prinzip drei interessante Möglichkeiten, das zu bewerben. Möglichkeit 1 ist YouTube. Das heißt, über euren eigenen YouTube-Channel, den ihr, wenn ihr keinen haben solltet, jederzeit kostenlos erstellen könnt und einfach hochwertige Videos erstellt, die eure User auch schauen und dadurch euch eine gewisse Userbase erarbeitet und unter Umständen das eine oder andere Testimonial-Video auch dreht. Ich möchte euch da ganz kurz ein Beispiel zeigen. Da gibt es für Online-Dating mit Erfolg, glaube ich, gibt es dann ein Video von einem gewissen Kurt. Und das ist wirklich nichts Besonderes. Also ich meine, das ist kurz schon da ist, ja genau, Kurt Sowinetz heißt der Mann. Und das Interessante ist, der Kurt Sowinetz, der hat noch 2 Likes, 2 Dislikes und er hat ganze 51 Aufrufe. Das ist nicht viel, aber er hat schon 2 Sales gemacht damit. Und das ist viel. Ja. Hallo Harald. Und das schaut so aus. Gut. Tag 4 nach Umsetzen eurer Tipps und Tricks. Das ist toll. Man lernt, die Gedanken der Frauen zu verstehen und so umzusetzen, dass sie tun, was man will. Also dieses Online-Dating mit Erfolg ist wirklich das Beste, was ich in den letzten Jahren... Ja, gut. Also danke, Kurt. Ah, wie gesagt, Kurt ist überhaupt nicht das Glanzbeispiel. Ja, schlechthin. Aber... es funktioniert. Es ist ein Testimonial-Video, das einfach auf einer persönlichen Basis aufgebaut ist. So, jetzt ist es nicht so, dass ich von euch verlangen würde, dass ihr euch genauso wie Kurt hinstellt und jetzt für irgendwelche Dating-Produkte Werbung macht. Ihr könnt es aber natürlich mit anderen Testimonials machen oder mit anderen Leuten, die das Produkt bewerben. Das ist die eine Möglichkeit. Oder ihr könnt noch was anderes machen, nämlich, dass ihr die Produkte in eurem eigenen Kanal oder auch in anderen Kanälen unter anderen Videos bewerbt mit eurem Affiliate-Link, den wir uns eben gerade kopiert haben. So, und bevor wir das machen, müssen wir zunächst mal verstehen, also dieser Affiliate-Link, der wird auch von Leuten als Affiliate-Link wahrgenommen. Und damit dem nicht so ist und damit vor allem diese URL, die ja relativ lang ist, also das hier ist unsere URL und das ist relativ lang, ist es natürlich von Vorteil, wenn wir diese URL abkürzen. Und wie machen wir das? Wir machen das so mit einem, beispielsweise mit dem Google URL Shortener. Und das funktioniert so, da geht ihr auf goo.gl und dann gebt ihr einfach hier diesen Link rein. Das ist der Link, den ich jetzt gerade produziert habe. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt könnt ihr hinten euren Kampagnen-Key anhängen. Für was ist dieser Kampagnen-Key? Der Kampagnen-Key soll euch helfen, dass ihr später in euren Statistiken, die ihr auf Digistore einsehen könnt, also ich zeige euch das jetzt mal kurz, nur damit ihr eine Idee davon habt, weil es ist nämlich sehr wichtig, dass ihr statistisch auch immer erfasst, woher kommen die User. Wir schauen uns das mal kurz an. Also wir schauen uns jetzt mal kurz an, ich habe heute beispielsweise einen Sale gemacht, ich glaube irgendwie so einen Bikini-Coach oder irgend sowas habe ich verkauft heute. Und dann schauen wir uns jetzt mal kurz an, ob ich dann einen Kampagnen-Key dazu habe. Ich hoffe, ich war so schlau. Schauen wir mal. Ja, also ihr seht, ihr habt hier als Webstart-Mail, das ist also meine Webmaster-Seite, und interessanterweise hat über die Web... Ach, Click-Tip habe ich verkauft. Aha, okay. Ich habe gerade einen Click-Tip-Sale gemacht. Okay, habe ich gar nicht gewusst. Okay, gut. Also, ich habe einen Click-Tip-Sale gemacht. Initiale Verkäufe 1. Das ist über meine Webseite. Click-Tip, super Produkt übrigens. Also 1A, wenn ihr E-Mail-Marketing macht. Ich werde darüber noch ein extra Video drehen. Also ganz hervorragend. Also wer das auch immer gekauft hat, das war die richtige Entscheidung. So, also ich kann jetzt sozusagen anhand dieses Kampagnen-Keys hier als Webstart-Mail 1 weiß ich, aha, okay, der hat aufgrund des ersten Mails, was ich geschickt habe, hat dieser Mann, war dieser Mann so schlau und hat dieses Click-Tip-Produkt gekauft, ja. Wie ihr seht, ein Bestellformular-User, also die Quote 1:1.
nicht schlecht im Grunde genommen, ja. So, damit wir aber, damit ihr also wisst, was das, damit ihr sozusagen immer wisst, woher diese User kommen, von welcher Kampagne, ist es also eben wichtig, dass ihr hinten immer einen Kampagnen-Key dran hängt. Und das kann jetzt irgendwas sein. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, eure Bewerbung über YouTube zu machen, nenne ich das jetzt einfach mal YouTube. So, jetzt machen wir eine Short-URL draus und das ist jetzt dein Bewerbungslink, der schon viel, viel unverdächtiger aussieht. Und wenn ich das jetzt eingebe, dann werde ich auch direkt verwiesen. Ja, so, da ist er schon. Wie gesagt, so, aber nochmal zurück, wenn ihr das jetzt eben mit Club Charisma macht, ist eben die Frage, jetzt haben wir gerade gemacht, das mit Testimonials. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das ist nicht jedermanns Sache, aber wie kann man denn nun eigentlich sein Produkt oder wie kann man seinen Affiliate-Link jetzt unterbringen in den verschiedensten Kanälen, also beispielsweise bei YouTube, bei Facebook oder auch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, diese Möglichkeit, in eurem kostenlosen WordPress-Blog und diesen dann mit entsprechenden SEO-Maßnahmen hochbekommen. Bleiben wir mal kurz bei YouTube. Ich möchte euch jetzt einmal ein paar lustige Beispiele liefern, wie man es nicht machen soll. Also es gibt ja da einige Videos in meinem Kanal, die relativ viele Klicks haben und ich nehme jetzt mal kurz als Beispiel her mein Video mit Felix, das ist also eben einer der Mitgründer von diesem Produkt Club Charisma. Und das, was ihr jetzt seht, das sind Kommentare, die bekommt ihr normalerweise nicht zu sehen. Das sind nämlich Kommentare, die gar nicht freigeschaltet werden bei mir, weil sie Spam sind. Und das schauen wir uns jetzt einmal näher an, was die Leute da so schreiben, einfach damit ihr mal seht, wie man es nicht machen sollte. Also, beispielsweise hier haben wir zwei Kommentare, die es nicht in den Spam geschafft haben, wie ihr seht. Das eine ist Christopher Schulz, schaut euch mal das hier an, www.getmyads24.com. Ja, fuck you. Hat es nicht in den Spam geschafft, wahrscheinlich deshalb nicht, weil ich einer der ersten war, wo er diese Spam-Lawine losgelassen hat. Da hat YouTube das einfach noch nicht als Spam erkannt und aus dem Grund ging das Ding durch. Nichtsdestotrotz, bei mir muss alles überprüft werden und ich klicke dich jetzt in den Spam, lieber Christopher. Tschüss mit Ü. So, was haben wir da noch? Passives Einkommen generieren. Follow me, Traffic Network, Ads. So, dieselbe Scheiße noch einmal. Ja, und jetzt schauen wir in den Spam-Ordner. Das sind also die Sachen, die YouTube von Haus aus schon als Spam quasi erkannt hat. Und ich zeige euch das jetzt nur deshalb, damit ihr versteht, wie man es nicht machen soll. Weil es macht keinen Sinn, wenn ihr euren Affiliate-Link unter jedem Video völlig unpersönlich einfach nur postet und überhaupt nicht auf das Video darüber eingeht. Das ist einfach unpersönlich und es ist ärgerlich auch für denjenigen, der den Kanal hat. Und wenn derjenige, so wie ich, die Kommentare freigibt oder freigeben muss, wenn das nicht automatisch passiert, dann, Leute, ist Feierabend, dann klicken euch die Leute in den Spam. Und das ist im Grunde genommen auch richtig. Ich zeige euch dann aber auch ein positives Beispiel. So, aber wenn ihr da so durchschaut, hey Leute, ich habe was Neues gefunden, ich mache schon 120 Euro passiv im Monat, da weiß ich natürlich sofort, die hat das in 100 anderen Sachen völlig unpersönlich auch gepostet. Also ist das alles ein Fall für die Spambox. Der hier, der Rob Buzzer, der ist da vielleicht schon eine Spur richtiger unterwegs, weil der spricht mich wenigstens persönlich an. Super Video Wolf, so ist es. Hat er auswendig gelernt, den Satz wahrscheinlich. Ja, also da wechselt er wahrscheinlich immer dann den Namen des Kanal-Users aus, jedes Mal. Also schon guter Ansatz, aber noch nicht perfekt. Da hat er da unten seinen Affiliate-Link, ja. So, und da wieder Traffic Network. Und ja, der da unten, das ist auch so mein Favorite hier. Ein sehr schönes Video, habe mir vor 2 Tagen auch einen interessanten Videokurs zum Thema Affiliate-Marketing gekauft, der richtig rockt und alle anderen, die ich bis jetzt gekauft habe, in den Schatten stellt. Fängt gut an, das Problem ist, also auch da, wenn er dir in deinem eigenen Kanal schon in 5 verschiedenen Videos das reinpostet, ist es völlig klar, dass es nicht persönlich gemeint sein kann und somit ist es vollkommen wertlos. Da unten hat er jetzt sein YouTube-Video und wenn man das anklickt, hat er drinnen sein Affiliate-Link. Also das ist wieder so ein bisschen anders gelöst. So, das ist alles für die Würste, das können wir alles wegschmeißen. So, und jetzt möchte ich euch aber auch mal ein positives Beispiel zeigen, wie man es zum Beispiel machen könnte.
Wobei ich dazu sagen muss, also mich hat er damit auch nicht legen können, der junge Mann, aber ich möchte es zumindest trotzdem als positives Beispiel erwähnen, und zwar in meinem letzten Video, Gewerbeanmeldung, Hallo, zurück aus ja oder nein, 29 Likes, nicht ein einziges Dislike, seid ihr wahnsinnig, Leute? Ihr braucht Dislikes übrigens auch, Dislikes sind ganz wichtig, um nach oben zu kommen mit eurem Video. Also je mehr Interaktion passiert in dem Video, desto besser ist es für euch, für euren Kanal auch, und das ist auch der Grund, warum Videos, die sehr stark polarisieren, auch häufiger geschaut und geklickt werden. Das wirkt sich letztendlich auch auf eure Umsatzzahlen dann aus. So, diesen Eintrag hier meine ich. Lukas Ort, super Seite, Wolf. Du hast mir echt weitergeholfen mit diesem und auch mit deinen anderen Videos. Weiter so. Ich habe vor einiger Zeit eine Seite entdeckt, die 5 Geschäfte, jetzt kommt es dann, in einer Website kombiniert und von einem Österreicher gegründet wurde, der damit Millionen verdient hat und die gleiche Website kostenlos zur Verfügung stellt. So, dann kommt der Affiliate-Link. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeischauen könntest. Beste Grüße und viel Erfolg weiterhin. Also, zunächst mal den Link bitte nicht anklicken, ist totaler Scheiß, das Ganze, ja. Aber, was man ihm lassen muss, ist, und darum habe ich dann auch ein bisschen süffisant geantwortet, schön, dass du bei so ziemlich jedem YouTuber dieselben edlen Worte findest, Lukas. Das ist so richtig schön persönlich. Ironie off. Ob dich das vor der Spambox bewahrt? Na, ich hoffe es für dich. Und tatsächlich war ich auch so nett, habe ihn nicht in den Spam geklickt, weil es einfach so ein bisschen ein Anschauungsbeispiel ist, wie man es durchaus richtig machen kann. Was macht der junge Mann? Also erstens einmal, er spricht mich persönlich an. Er schmiert mir Honig ums Maul und spricht gleichzeitig in diesem ersten Satz davon, dass ich ihm auch mit meinen Videos geholfen habe. Das habe ich bei anderen Leuten auch schon gemacht. Ob es in dem Fall ehrlich gemeint ist oder nicht, ist ein anderes Kapitel. Aber rein psychologisch betrachtet ist es nicht schlecht. Wenn er jetzt noch Folgendes gemacht hätte, nämlich wenn er sich also auf das obrige Video eben zur Gewerbeanmeldung bezogen hätte, dann wäre es noch besser gewesen natürlich, ne? Dann wäre es ganz grandios gewesen. Aber in dem Fall habe ich ihm das jetzt mal durchgehen lassen, auch wenn er einen Affiliate-Link drin hat. Aber nur, dass ihr die Denkweise versteht. Es ist schon wichtig, wenn ihr euch überlegt, wie ihr eure Inhalte transportieren wollt im Netz. Wenn ihr einfach nur kommentarlos euren Link irgendwo postet, ohne irgendeinen Zusammenhang zu den jeweiligen Videos, wenn ihr den jeweiligen Kanalbesitzer nicht persönlich ansprecht mit eurem Posting, wenn ihr so einen Link schon drin habt, dann werdet ihr damit nicht wahrgenommen werden. Da werdet ihr im Spam landen oder beziehungsweise in den Spam geklickt werden. Ja? Drum, es ist immer ganz wichtig, dass man einen Themenbezug hat auch. So, und jetzt komme ich wieder zu diesem Punkt zurück. Club Charisma, Dating. Was wären denn jetzt die richtigen Kanäle, wo man so einen Affiliate-Link ablassen könnte? Was wollen wir denn? Also in diesem Produkt bei Club Charisma geht es darum, dass es Leute ansprechen soll, Männer ab 18 Jahren, Single und Leute, die in Clubs gehen. Also das sind so diese 4 Merkmale. Das heißt, was man jetzt machen könnte, ist, dass man sich einen Kanal sucht, von dem ihr wisst, dass besonders viele Männer drin verkehren. Also in meinem spontan fällt mir jetzt ein, wer fällt mir denn spontan ein? Suchen wir mal Michaela Schäfer. Ja? Michaela Schäfer. Warum fällt mir die Schäfer gerade ein? Also ich habe sie vor kurzem getroffen in einem Club. da sind wir. Ein bisschen betrunken bin ich schon da. Aber die Michaela Schäfer ist erstens einmal selbst Clubgängerin, Punkt 1. Punkt 2, sie hat sehr viele Abonnenten, konkret aktuell 55.656. Und ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Großteil der User, die bei Michaela Schäfer verkehren, Männer sind. So, das heißt, wenn ihr jetzt so ein Produkt, das männeraffin ist, anpreisen wollt, und das ist nur eine Möglichkeit von vielen, dann geht ihr auf eine Seite wie von Michaela Schäfer und klickt, ja, wo schauen wir denn hin? Schauen wir mal, was ist denn vor einem Jahr? Also gut, ich sehe gerade, sie ist schon länger nicht mehr aktiv gewesen, das ist vielleicht nicht so optimal, aber vor 6 Monaten hat sie hier das letzte Video gepostet, was ich so sehe. Das hat 72.837 Aufrufe und schauen wir mal kurz, wie es mit den Kommentaren ausschaut. Der letzte Kommentar war vor einem Monat. Also ich kann jetzt nur raten, ob diese Kommentare freigeschalten werden oder nicht.
Aber prinzipiell, hier könnte man jetzt zum Beispiel seinen Kommentar für Club Charisma dalassen. Ja. Ich mache es jetzt natürlich nicht, aber ist jetzt nur als Beispiel einfach genannt. Aber generell, je besser ihr schreibt und je origineller ihr postet, desto eher ist natürlich, wird eure Wahrnehmung sein. Und gerade bei YouTube ist es sehr wichtig, da braucht ihr einen gewissen langen Atem. Aber ihr müsst YouTube, dürft ihr nicht nur als reine Werbeplattform verstehen, das ist ein großer Fehler, sondern ihr müsst es als Community verstehen. Und wenn ihr diesen Community-Gedanken auch verfolgt und euch auch mit Leuten austauscht und hier entsprechend aktiv seid, dann läuft das Ding auch relativ von selbst, weil dann werdet ihr auch irgendwann mal wahrgenommen. Und in meinem Fall beispielsweise ist es so, also ich habe jetzt 600, wie viel habe ich überhaupt? Moment, mal kurz nachschauen, also zum aktuellen Stand der Dinge, 623 Abonnenten und ich bin aber erst ein gutes halbes Jahr aktiv auf YouTube. Also mein Kanal gibt es schon länger, aber ich bin seit einem halben Jahr aktiv und so schlecht ist es jetzt gar nicht. Ne? Und ich habe auch keine externe Werbung geschalten von außen. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich mich zu verschiedenen Themen in der Diskussion immer wieder auch einbringe und die Leute dadurch auf mich aufmerksam werden. Und wie gesagt, das gilt es zu begreifen. Also nicht einfach nur vordergründig ans Geld denken oder sagen, jö, das ist jetzt toll, das ist eine Plattform, da kann ich Geld verdienen, sondern wirklich diesen Community-Gedanken auch zu verfolgen. Und dann könnt ihr so Schritt für Schritt immer wieder da und dort eure Affiliate-Links immer verbunden mit persönlich gewidmeten Kommentaren, die sich auf das Video beziehen, posten. Das heißt, einen bestimmten Mehrwert auch zu liefern, das ist natürlich sehr von Vorteil. Und dann habt ihr auch gute Chancen, dass ihr um diesen Spam-Filter herumkommt. So, welche Möglichkeiten haben wir noch, dass wir unsere Affiliate-Links sozusagen an den Mann bringen können und Produkte empfehlen können? Also YouTube ist eine Möglichkeit, dass wir konkret mit Bezug auf das Video, dass wir sozusagen unter dem wir posten, dann unsere Empfehlung abgeben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich Facebook. Und Facebook hat ja sehr viele Gruppen. Und in diesen Gruppen haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir auch Affiliate-Links drin lassen. Dabei ist natürlich Folgendes zu beachten. Erstens einmal, dasselbe gilt auch für YouTube. Die Postings sollten in einer gewissen akzeptablen Frequenz erfolgen, weil wenn du zu viele Postings mit Links postest hintereinander auf Facebook, dann erkennt Facebook das ebenfalls als Spam und im schlimmsten Fall kann es irgendwann mal sein, dass dein Affiliate-Link gesperrt ist. Und das ist natürlich nicht so optimal, weil dann kannst du nicht mehr posten. So, aber wie ist jetzt die Vorgehensweise auf Facebook? Auf Facebook ist es jetzt beispielsweise so, dass du jetzt in Gruppen gehst. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel, wie gesagt, wir sind immer noch im Bereich Dating. Wie macht man sowas mit Club Charisma? Dann sucht man sich eben entsprechende Gruppen, die mit diesem Thema verwandt sind. Also das heißt, wie gerade erwähnt, wir wissen, wir suchen Männer, die Single sind, die über 18 Jahre alt sind, die in Clubs gehen, die Frauen kennenlernen wollen. Und ja, da schauen wir beispielsweise mal, suchen wir uns mal Gruppe, gehen wir einfach mal ein. Das ist übrigens meine Seite, falls du den nicht kennst, der Wolf Digital Economy. So, auf Facebook suchen wir uns eine Gruppe zum Thema Singles. Schauen wir mal, was Facebook hier ausspuckt. Aha, Singles to Date. Ich klicke das jetzt einfach mal an. Ich vermute mal, dass es eine englischsprachige Gruppe ist. Ja, sieht so aus. Ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen, dass da vielleicht auch das eine oder andere deutsche Mitglied dabei ist. Also ich werde ihm jetzt nicht beitreten, ja. Aber hat 449.000 Mitglieder die Gruppe. Also das ist schon eine ganz ordentliche Reichweite. Und wenn es dir so da gelingt, so einen vernünftigen Werbepost dazulassen, ist das eine durchaus sinnvolle Sache. Ja. Empfehlungsmarketing. Also es bedeutet immer, dass du das Produkt sozusagen empfiehlst und im Idealfall auch selbst kennst. Und wenn du selbst kennst, kannst du es natürlich auch leichter empfehlen. Im Falle von Club Charisma, wie gesagt, macht es durchaus Sinn, das Webinar zu besuchen, weil dann wirst du sehen, dann kannst du das auch guten Gewissens empfehlen. Und es ist auch nicht falsch, wenn du dann schreibst, Leute, ich habe mir was echt Geniales angesehen und mit diesem Ding könnt ihr, wenn ihr wollt, heute noch Frauen kennenlernen. Eine ganz klare Aussage und dann den Affiliate-Link dazu. So, und jetzt sage ich euch etwas, und das sage ich euch nur, weil wir unter uns sind, ja. Und das gilt übrigens auch für YouTube. Ich weiß,
YouTube und, also YouTube glaube ich nicht, aber Facebook, bei Facebook ist es so, Facebook hat ja die Klarnamenpflicht. Ja. Das heißt, Facebook will, dass ihr mit eurem richtigen Namen drinnen seid, ne, was wir ja alle sind, also ich zumindest. Und jetzt kann es aber natürlich sein, dass ihr vielleicht dann doch auch noch, so wie das bei vielen Leuten der Fall ist, noch einen Zweit- oder Dritt-Account habt, der vielleicht nicht euer Klarname ist. Ein Fake-Account. Böser Fake-Account. So, und was macht ihr jetzt? Wenn ihr jetzt so eine Empfehlung postet, ja, dann geht jetzt der Fake-Account her und bestätigt diese Empfehlung und sagt, schreibt darunter, hey, ja, das ist wirklich eine coole Sache, habe ich auch gesehen letzte Woche. Er bestätigt sozusagen deine Empfehlung. Das ist im Grunde genommen das, was übrigens große Agenturen für diverse Firmen auch machen, und zwar in Produkttestplattformen. Das heißt, das ist im Prinzip eine, hässliches Wort eigentlich, aber ich erwähne es jetzt trotzdem mal, eine Manipulation des Users. Aber du musst dir immer eines darüber im Klaren sein. Kaufen wollen die Leute so oder so. Die Leute wollen, also wenn sie sich für ein Thema interessieren, die Leute wollen über dieses Thema näher Bescheid wissen, beziehungsweise die Leute wollen ihre Bedürfnisse befriedigt wissen. Und damit das passiert, sind sie auch bereit zu kaufen. Die Frage ist nur, ob sie das bei dir tun oder ob sie das woanders tun. Aber das Einzige, wogegen du eventuell dabei verstößt, sind die Nutzungsbedingungen von Facebook. Ja, das soll jetzt keine Empfehlung sein, aber ich kann nur so viel sagen, große Agenturen, große Firmen machen es ganz genauso. Und ob du es auch so machst mit Fake-Accounts, dass du sozusagen deine eigenen Empfehlungen dann nochmal bestätigst, das bleibt natürlich dir überlassen letztendlich. Aber das sage ich dir ganz offen und ehrlich, ist deine Sache. Aber auf deine Conversion wird es sich definitiv auswirken. Also ich habe das früher auch mal gemacht, jetzt weniger, jetzt gehe ich da ein bisschen einen anderen Weg, ich mache auch sehr viel PPC. Aber für den Fall, wie gesagt, wenn du 0 Euro Budget hast und da wirklich also auch Umsätze erzielen willst, auch, und es geht in erster Linie mal darum, dass die Leute auch wirklich deinen Link klicken. Ja, das ist einmal so das erste Ziel überhaupt. Da geht es noch gar nicht um irgendwelchen Verkauf oder so, sondern die müssen auch mal deinen Link klicken. Und das ist eigentlich einmal das primäre Ziel. Und das kannst du zum Beispiel mit solchen Empfehlungen und der Bestätigung dann durch Fakes, ja Leute, klickt das, ist toll, zusätzlich noch schaffen. Das kannst du immer wieder nachlesen in diversen Facebook-Gruppen. Das machen viele Leute so. Liegt an dir, ob du es auch so machst. Aber ist nur eine Möglichkeit, mehr nicht. So, also, wie gesagt, Gruppen suchen, die mit diesem jeweiligen Thema zu tun haben und dann entsprechend das Produkt, das du auserwählt hast, bewerben bzw. den Leuten empfehlen. Auf Facebook, wie gesagt, geht das toll. Es gibt eben einen ganzen Haufen Gruppen. Man muss generell dazu sagen, dass der Facebook-Traffic nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei ist. Also ich sag mal so, du musst schon recht aktiv sein, damit hier was passiert. Aber du musst es einfach ausprobieren. Und das möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen, wenn du so auf so Social-Media-Plattformen wirbst, erwart dir keine großen Wunder und keine großen Sprünge. Es ist aber auch nicht wirklich falsch, wenn ich dir heute sage, wenn du dich da anmeldest, ja, und heute noch die Bewerbung so beginnst, ja, kann es durchaus sein, dass du auch heute noch Umsätze machst. Also da kenne ich etliche Leute, denen das schon gelungen ist, gleich vom Beginn an weg. Also unmöglich ist es nicht, überhaupt nicht. Ja? Also wie gesagt, du musst es einfach selbst ausprobieren und dann wirst du ja sehen, wie es für dich klappt. Ja, dann gibt es, wie gesagt, Facebook, großes Thema. Gibt es natürlich noch eine Möglichkeit. Wie gesagt, du hast kein Geld, du hast 0 Euro. Das heißt, du hast auch kein Geld für eine eigene Domain. Und auch kein Geld für einen eigenen Server und so weiter. Also was kann man da machen? Ganz einfach, man kann sich bei WordPress.com eintragen und dort seine eigene Webseite anlegen. Kannst auch einige Dinge dann machen auf der Webseite, kannst natürlich auch deine Affiliate-Links einbauen, ja, und kannst dann diese Seite bewerben. Die würde dann heißen, wenn du jetzt, sagen wir, also jetzt nur einmal als Beispiel, Club Charisma, kannst du schauen, vielleicht ist es frei, die würdest du dann nennen, also wenn du dich registrierst, clubcharisma.wordpress.com. Aber wenn du da ordentlich Content drauf bringst zum Thema selbst, indem du so zum Beispiel allgemein ein bisschen was über das Thema Dating erzählst,
indem du wirklich für den User, und das ist eine entscheidende Sache, wertvollen Content schaffst. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es geht immer darum, einen Mehrwert für User zu schaffen, ganz egal, wo du deine Produkte bewirbst. Dann wird das mit dem Umsatz auf kurz oder lang immer von selbst passieren. Ja, so ein WordPress-Blog macht durchaus Sinn, und der Nachteil ist allerdings dabei, dass du bestimmte Tools nicht installieren kannst. Also es gibt nur bestimmte Plugins, die du dann installieren kannst. Die meisten Plugins sind in dieser kostenlosen WordPress-Version gesperrt. Wenn du Plugins, wie beispielsweise sinnvolle Plugins wie Mailboid, also für den Newsletter-Versand installieren willst, dann müsstest du dich bei wordpress.org registrieren. Da hast du dann wieder andere Möglichkeiten, und da ist es dann so bei wordpress.org, dass du dieses Theme dann downloaden kannst und in deine Domain, aber da sind wir eben wieder bei Kosten, einfügst, und ja, dann hast du einen eigenen WordPress-Blog auf deiner Domain und hast dann auch entsprechende Möglichkeiten, dir Tools zu installieren, die dich auch in deinem Business weiterbringen. Aber wie gesagt, das ist halt gar nicht das Thema, also es geht halt, wie gesagt, eher um diesen Anfangsschritt, einfach mal Produkte zu bewerben über Social Media Kanäle oder über kostenlosen WordPress Blog, ja, und damit sein erstes Geld zu verdienen. So, das war so im Prinzip jetzt mal, ja, ich hoffe, ich habe wirklich alles erwähnt, so der grobe Ablauf. Und ich möchte vielleicht einen meiner Lieblingssätze auf dem Schluss mitgeben, und zwar dieser Satz lautet folgendermaßen: Wenn du selbst kein Geld hast, um es in dein eigenes Business zu stecken, dann hast du nur eine Möglichkeit. Du musst an deinem eigenen Wert arbeiten. Das ist mein Abschlusssatz des heutigen Tages, und damit meine ich auch, dass du auf kurz oder lang mit Sicherheit nicht drum herum kommst, in dein eigenes Online-Business Geld zu stecken, weil das, was wir da heute besprochen haben, das ist in Wirklichkeit nur die absolute Basis. Ja? Das ist die absolute Basis. Das, wie ich es heute beschrieben habe, das ist wirklich der Grundeinstieg überall für den Fall der Fälle, dass du wirklich 0 Euro zur Verfügung hast. Dann kannst du das genauso machen, wie ich heute beschrieben habe. Also sprich, auf meine Webseite gehen, als webmastergeldverdienen.com, bei den Partnerprogrammen ein entsprechendes Programm rauszusuchen, je nachdem, wie dein User-Traffic aussieht. Dazu musst du halt eben wissen, welche User sind auf deiner Facebook-Seite, welche User sind auf deiner YouTube-Seite. Und wenn du es nicht genau weißt, dann musst du es eben ausprobieren. Es gibt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du in Foren werben kannst, in Foren Links unterzubringen. Das ist dann schon wieder so eine ganz eigene Spezialität, weil die alle so dermaßen paranoid dort sind, dass man fast nie mit irgendwelchen Links durchkommt, weil sofort alle Spam schreien. Ja. Aber natürlich gibt es da auch die Möglichkeit, und du kannst natürlich auch in Gästebüchern posten. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie du deinen Affiliate-Link unterbringen kannst. Eine, wie gesagt, die meiner Ansicht nach drei besten Möglichkeiten sind, dass du das Ganze auf YouTube machst, dass du es auf Facebook machst und dass du deinen eigenen kostenlosen WordPress-Blog kreierst. Das war jetzt einfach mal zur grundsätzlichen Information mal, um diese Frage zu beantworten: Ist es möglich, mit 0 Euro ins Affiliate-Marketing-Business zu starten? Ja, es ist möglich. Und wie gesagt, wenn ihr dann aufgrund dieser heute beschriebenen Vorgehensweise den einen oder anderen Umsatz macht, wie auch immer, ja, dann werdet ihr gewisse Erfahrungen machen, wie ihr am besten eure Postings formuliert, wie ihr am besten das Produkt bewerbt. Also das sind alles Erfahrungen, die ihr sammelt und wie ihr dann eben entsprechend eure Art der Bewerbung nach und nach verbessern könnt und erweitern könnt. Und wenn da mal das erste Geld kommt, da könnt ihr euch dann in weiterer Folge auch überlegen, wie ihr das Business weiter aufbaut und größer macht. Ja, indem ihr dann selbst beispielsweise Traffic einkauft oder indem ihr also auch Geld in den einen oder anderen Ratgeber investiert, der euch dann auch in eurem Business weiterbringt, oder Geld in Mailmarketing steckt, wie eben beispielsweise, wie wir heute gesehen haben, in Clicktip, Tag-basiertes E-Mail-Marketing, also eine sehr sinnvolle Sache. Aber um diese Themen wird es in den nächsten Videos gehen. Ja, kleine Vorschau noch, was wir dich in den nächsten Videos erwarten. Ich bin bald wieder in Singapur, ich werde von dort wieder ein paar Videos machen, und ich werde unter anderem auch demnächst ein Video machen über meine beliebtesten WordPress-Plugins, die ich euch näher bringen werde.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Würde mich auch freuen, wenn ihr meiner Webseite einen Besuch abstattet, um, wie gesagt, das eine oder andere Partnerprogramm für euch rauszufischen. Club Charisma war da, wie gesagt, nur ein Beispiel heute. Ihr werdet da sicher einige passende Produkte finden, die ihr euch bewerben könnt oder vielleicht interessiert euch das eine oder andere als Käufer. Und wenn ihr Fragen habt, dann postet ihr mir die bitte unten rein. Und bis dahin, bis zum nächsten Video verabschiede ich mich und wünsche euch viel Erfolg bei eurem Business. Bis bald, euer Wolf.